Einen herzlichen guten Tag, willkommen auf meinem Kanal. Ich sag's ja, mein Name ist Stefan, wenn man ihn noch nicht kennt, ne? Heute geht's darum, die Grünen. Die wollen wohl alles dagegen tun, dass wir unsere Meinung für uns behalten. So wie auch Frau Faeser das gerne möchte von der SPD und auch der Haldenwang. Das ist der Chef vom Verfassungsschutz. Zeige ich euch nicht alles. Zuerst gibt's eine alte Rede von jemandem, der nicht mehr unter uns weilt. Der hatte mal vor 12 Jahren was gesagt und das passt sehr gut zur heutigen Zeit. Ich wundere mich schon ein wenig darüber, was es dann für Bemerkungen aus der Opposition gibt. Da melden sich Sozialdemokraten zu Wort. Sie schauen nach Rostock. Das an sich ist gut. Sie nehmen an unseren Diskussionen Anteil. Sie beobachten natürlich die schwierigen Umbrüche, die jede Partei von Zeit zu Zeit durchmachen muss. Und dann erklären Sie, man sehe doch bei der FDP die Umbrüche, diese Unruhe, die sei gar nicht mehr berechenbar für Regierungsverantwortung. Meine sehr geehrten Damen und Herren von der Opposition, in diesen 10 Jahren habe ich 6 Vorsitzende der SPD überlebt, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Erzählt uns nicht was von Stabilität. Im Vergleich zu euch sind wir der Hort der Stabilität in Deutschland. Guck mal, ja, da, der junge Lindner, wie er da noch geklatscht hat. Und von den Grünen will ich gar nicht reden. Da waren es wahrscheinlich 20, die ich aber erlitten habe. Ach ja, die Grünen waren früher und auch schon heute einfach ein merkwürdiges kleines Völkchen. Aber seit gestern dürfen sie jetzt auch nun frei kiffen. Herzlichen Glückwunsch dafür. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, darum geht es in der Politik. Darum geht es in Wahrheit auch in den Wahlkämpfen. Das ist es, was wir auch den Bürgerinnen und Bürgern immer wieder sagen müssen. Nämlich, dass es in der Politik, in den Wahlkämpfen, in der Auseinandersetzung der Demokratie nicht darum geht, dass Parteien sich miteinander reiben, dass Parteien sich streiten, dass Parteien miteinander ringen. Es geht in der Demokratie nicht um den Wettbewerb von Parteien. Es geht in der Demokratie um den Wettbewerb der Geisteshaltungen, die dahinter stehen. Wir stehen eben für eine Geisteshaltung, und für die treten wir ein. Alle anderen Parteien entscheiden sich im Zweifel für die Ordnung oder die Gleichmacherei. Es braucht eine Partei in Deutschland, die sich im Zweifel immer und immer wieder bei all den Kompromissen, die man machen muss im Leben, für die Freiheit entscheidet. Und Freiheit hat mal bessere Konjunktur und hat mal schlechtere Konjunktur. Und manchmal ist der Zeitgeist auf den Staat getrimmt. Und dann kommen auch wieder Zeiten, wo die Bürger sagen, wir sind das Volk, wir sind die Bürgerinnen und Bürger. Kraft eines Landes ist die Gesellschaft und nicht die staatliche Bevormundung. Und deswegen, ob es ein Auf ist mit der Freiheit oder ein Ab ist mit der Freiheit, wir sind die einzige Partei in Deutschland, die sich im Zweifel für die Freiheit entscheidet, im Zweifel für die Freiheit zur Verantwortung, nicht von Verantwortung. Freiheit und Verantwortung, das ist für uns dasselbe. Das sind zwei Seiten derselben Medaille. Das braucht Deutschland. Das braucht auch die Politik in Deutschland. Da fragt man sich doch, ob der Lindner sich wirklich daran erinnern kann, was sein früheriger Fraktionschef gesagt hat. Ich weiß es nicht. Weil heutzutage habe ich so mit dieser Freiheit habe ich irgendwie ein Problem, wenn man so oft eingeschränkt werden soll. Nicht nur von der Regierung, sondern auch von dem neuen Stasi-Verfassungsschutz. Und ich zitiere es wörtlich: Geschichte ist Ebbe und Flut, ewiges Hinauf und Hinab. Nie ist ein Recht für alle Zeiten erkämpft und keine Freiheit gesichert gegen die immer anders geformte Gewalt. Geschichte ist Ebbe und Flut, ewiges Hinauf und Hinab. Meine Damen und Herren, natürlich leben wir in Deutschland nicht in Zeiten, wo eine Freiheitsbedrohung von Gewalt ausginge, sondern sie kommt anders daher. Die Freiheitsbedrohung in Deutschland, die kommt nicht mit Gewalt und laut daher, sondern sie kommt leise daher. Sie kommt mit allerlei Begründungen daher, mit oftmals auch gut gemeinten Begründungen. Zum Beispiel, wenn es um die Bürgerrechte geht.
In Zeiten, wo wir alle Sorge haben wegen Terrorgefahr und wo wir alle natürlich auch alles tun müssen für unsere Bürgerinnen und Bürger und dass sie unversehrt ein glückliches Leben führen können. In solchen Zeiten kommen dann Parteien her und Politiker und sagen, das ist die Zeit, wo man wieder mal günstig Bürgerrechte, die uns sowieso ein wenig immer stören, scheibchenweise reduzieren kann. Freiheit stirbt immer zentimeterweise, hat einmal Karl Hermann Flach formuliert. Und Freiheit stirbt nicht durch Politiker, stirbt nicht dadurch, dass man Bürgerrechte und Freiheitsrechte von Politik wegen einschränken will, sondern dann wird es gefährlich für die Freiheit, wenn die Bürgerinnen und Bürger ihr eigenes Immunsystem vergessen, dass sie wappnen muss gegen jede Freiheitsbedrohung. Und für mich ist es als das entscheidende Selbstverständnis unserer Partei, dass wir eben sagen, für uns kommt zuerst der Bürger, erst dann der Staat. Andere Parteien vertrauen zuerst dem Staat und vertrauen erst dann dem Bürger. Man kann mit dem Vorwand, man schaffe Sicherheit, jedes Bürgerrecht in Zweifel ziehen. Man kann mit dem Vorwand, die Sicherheit brauche das, jede gesetzliche Verschärfung beschließen. Wir wehren das ab, wo wir können, in der Bundesregierung, im Parlament. Aber, meine Damen und Herren, wir brauchen auch die Bürgerinnen und Bürger. Wir brauchen auch selbstbewusste Bürgerinnen und Bürger, die sich den Satz nicht gefallen lassen, wer nichts zu verbergen hat, soll sich doch gefälligst nicht beklagen. Nein, wir wollen ein Volk von selbstbewussten Staatsbürgern und nicht von Staatskunden, nicht von Untertanen. Bürgerrechte zu verteidigen, das ist eine heilige Aufgabe der FDP zu allen Zeiten, in der Vergangenheit und auch in Zukunft, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ja, das war die Rede von der FDP, das war Guido Westerwelle, der ehemalige Vorsitzende. Leider nicht mehr unter uns. Ich werde es doch teilen, wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, dass die Grünen, die Frau Faeser und auch der Haldewang absolut gegen uns sind und deren Meinung geht jetzt auf meinen Kanal. Ich sag's ja. Hinten drin seht ihr das Video. Da gehe ich dann nochmal drauf ein. Ich danke euch fürs Zuschauen. Gerne hier bei Ich sag's dir Abo da lassen, Like da lassen, kommentieren, teilen, ihr wisst. Und rüberschauen zu Ich sag's ja. Da geht's weiter mit dem Video. Ich danke euch fürs Zuschauen.